Ey, das ist wie in diesen chinesischen Filmen wie Tiger and Dragon, wo die auf einmal einfach anfangen, mit ihrem übelsten Kung-Fu fliegen zu können. Hallihallo und tüdelü zusammen. Willkommen zu einer neuen Runde in Nightingale. Ich habe heute die Cam aus, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, die ein oder anderen, die mir schon etwas länger und aufmerksamer folgen. Ich renoviere gerade bei mir und bei mir ist es gerade tatsächlich ein bisschen wüst. Deswegen lassen wir die Cam einfach mal die nächsten Aufnahmen aus, bis das wieder geklärt ist. So, ich will mal eben meine Tasche leer machen und dann machen wir uns eigentlich auch schon mal direkt dran. Ich möchte nämlich was machen und zwar etwas bauen. Was habe ich denn hier? Noch ein Talisman, genau. Ich habe so viele Talismane. Ich will auf jeden Fall eine Schleuder mir bauen. Warte, ich muss mir das mal eben hier angucken, was ich alles auf Tasche habe. Was ist das denn? Ichor der Gebundenen. Tarnungswertung, Widerstand gegen schwarze Magie. Magik. Diese teuflische Flüssigkeit, faulig, stinkend und dick wie Melasse. Uah. Durchfließt die Adern der Gebundenen. Ja, ich habe so ein Vieh gerade platt gemacht. Ich bin aus dem Haus und dann hat mich einer angegriffen. Und ja, den habe ich jetzt hier in der Tasche. Wenngleich es keinem Blut bekannter Kreaturen zu ähneln scheint, könnte es dennoch nützlich sein. Ja, gut, behalten wir mal. So, ein bisschen Fleisch. Es wird echt nicht faulig oder so, ne? Es gammelt nicht. Kein Gammelfleisch. Juhu. So, ich will mal eben gucken. Ich will mir so eine Schleuder bauen. Holzbündel und Riemen. Ich glaube, ich habe keine Riemen. Das sind keine Riemen, ne? Das ist ein Docht. Ich habe keine Riemen. Ich habe nur Leder. Was ist das? Roher Edelstein. Stöcke. Holzbündel habe ich. Immerhin das. Oh Gott, ich habe viel zu viele Holzbündel. Warte mal, wie kriege ich die nochmal geteilt? Also hier bewegen. Ja, das müssen sie mal mit einer Schnelltaste irgendwie mal. Ja, vielleicht gibt es die auch und ich weiß es nur nicht. Ich glaube, das brauchte ich auch nur einmal, ne? So, Riemen gucken wir gleich mal, ob ich die machen kann. Ja, ein Holzbündel. Warte, ich bin viel zu schnell. Ein Riemen. Oh Gott. Quatsch, hier muss ich das machen. Riemen. Also automatisch füllen. Ja, komm mal, da können wir direkt ein paar machen. Ja, vielleicht nicht gleich alles verballern. Es geht auch super schnell immer. Ne? Wir können jetzt hier sehen, 3 schon fertig. 4. 5. Was ich auch cool finde, ist, das ist so ähnlich wie ein Ark. Ja, also, dass man hier einfach einstellen kann, so und so viel soll jetzt hergestellt werden und dann macht man irgendwas nebenbei und das produziert einfach selber. Oh, Fredrik ist so cool, ne? Der ist gerade einfach rausgerannt. Ach, schade, dass ich da noch die Aufnahme nicht anhatte. Also, ich bin hier wirklich raus und dann ist er hier wirklich rausgerannt, direkt auf den Feind zu und hat den erstmal so richtig Kasala gegeben. Also, als ich da ankam, musste ich schon gar nichts mehr tun. Nur noch Leichenteile aufsammeln. Frederick ist echt super. Und irgendwie unsterblich, kann das sein? Ist der unsterblich? Freddy? Komm mal her, Jung. Nein, du sollst doch herkommen. Ich sehe auch nichts von dem an Gesundheitsanzeige. Kapazität sehe ich nur. Was hat der denn hier alles? Die Steine kann er mir mal geben, ne? So, ist doch schon direkt besser. Jetzt ist der Korb voll. Tja. Passiert halt. So. Hä? Wollte ich nicht eine Schleuder bauen?
Gegenstände sammeln. Ist der blöd? Achso, hier sind die. Ich bin blöd. Sag das doch. Okay, warte mal. Wo lege ich den am besten? Ah, warte mal, was haben wir denn hier alles? Einfach ein Hammer. Da ist ein Schwein draußen. Die Holzaxt, Jagdmesser, Bergmannspickel, Kletterpickel. Gott. Gut, dann ist die gar nicht so gut wie die da. Robust. Okay. Das ist eigentlich aber vom Robustheitswert auch gleich. Ich behalte die einfach mal hier auf Tasche und pack mir das jetzt hier rein. Mein Gott. Gott. So, jetzt muss ich mal gucken, was hier für Munition reinkommt. Das soll eine Schleuder sein? Das ist doch schon eine Armbrust. So. Könnte das vielleicht richtig sein? So eine Metallkugel? Muss ich mir irgendwie rüsten damit? Ich weiß es jetzt nicht. Mal gucken, was jetzt passiert. Da steht leer. Leer ist falsch. Leer soll es nicht sein. Muss ich jetzt auch irgendwie hier drauf klatschen? Kann das sein? Nee, das ist es auch nicht. Extrahieren wird es wohl nicht sein. Ich glaube, das ist hier alles so nicht richtig. Computer sagt nein. Wahrscheinlich sind die doch nicht dafür da. Was tue ich denn in die Schleuder? Wahrscheinlich nichts von dem, was ich habe. Ich habe doch jetzt eine Schleuder. Jetzt will ich die auch benutzen können. Steinmurmel. Ja, steht jetzt Munition, aber für was? Wird das für die Schleuder vielleicht sein? Aber sollte es da nicht egal sein, ob es... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Steinmurmel. Ich meine, das passt schon eher zu einer Schleuder, aber unsere Schleuder sieht ja nun wirklich mehr aus wie eine Armbrust. Ist das echt eine Schleuder? Steht Schleuder. Vielleicht ein Übersetzungsfehler? Oder sind die einfach nicht gut im Abbilden? Im Abbilden von Dingen. Einfache Steinmurmel. Aber ein Doppelklick geht auch nicht. Aber man muss sich doch in irgendeiner Weise ausrüsten können damit dann jetzt. Das muss doch irgendwie gehen. Ja, jetzt bin ich aber wirklich ein bisschen verwirrt. Ich bewirf dich mit Steinmurmeln. Nein, was soll das? Charakter. Ja, da steht Munition, aber es steht nicht. Also ich sehe hier auch nicht irgendwo, wo ich hier einen Munitionsslot hätte oder sowas, wo ich sagen könnte, da ziehe ich das jetzt rein. Also. Puh. 2000 Jahre später. Ich kann nichts nachladen. Auch nicht, wenn ich hier drauf gehe oder so. Also. Irgendwie will ich nicht. Nachladen einer Waffe. Zielen mit dem Gewehr. Ja, schön. Oder muss ich hier einfach? Ach, guck mal. Ja, der Groschen fällt manchmal echt pfennigweise. Was gibt's denn hier für coole Sachen? Blitzmurmel. Eismurmel. Feuermurmel. Einfache Steinmurmel. Die Giftmurmel. Eieieiei. Sehr geil. So. Wie viel Schaden macht die? Kritischer Schaden 5%. 100%? Hä? Schadensbonus? Ach so. Ich müsste doch dann die Metallkugel doch mehr Schaden machen, oder?
Hä, ich bin jetzt immer noch leer? Wieso bin ich immer noch leer? Leer. Was ist denn das? Ah, Doppelklick, okay. Also es ist ja auch nicht sehr super erklärt, muss ich sagen. Also man muss hier schon ziemlich selber gucken, wie man die Sachen herausfindet. Na gut, es ist Early Access halt, ne? Wir wollen uns mal nicht beschweren. So, jetzt brauche ich nur noch ein Opfer. Komm, hier sind da sonst immer Wölfe. Oh Gott, das war Frederick. Echt, jetzt ist hier nichts, ne? Da waren echt nur diese zwei Humpies. Ah, da ist ein Wolf. Au! Das ist aber blöd mit dem Nachladen. Okay, mit Doppelklick kann man auch so dann wieder nachladen, aber ich muss sagen, die ist nicht so effektiv. Ja, Frederick rettet den Tag. Also, es tut mir jetzt ein bisschen leid, ja, also ich habe es ja echt drauf angelegt, aber wir müssen ja unsere Waffen hier mal testen. Okay, hat mich jetzt nicht so aus den Socken gerissen, aber eben, wir müssen halt langsam uns steigern, also es wird bestimmt auch später bessere Waffen geben. Ja, gib mir Essenzen. Das ist irgendwie die Währung hier, ne? Essenzen ist wie Geld irgendwie. Man handelt damit. Weiß jetzt nicht, ob das in jeder Welt so sein wird, aber hier ist, in dieser Welt ist es auf jeden Fall so. Aber ich schätze mal, das wird dann auch woanders dann bestimmt so sein, oder? Gott, wie viele Wölfe waren hier? Frederick! Mensch! Du alter Hauding, du bist ja vielleicht ein Fuchs. Oh, hier ist ein magisches Geräusch. Steine. Wo ist das? Ach, das wieder. Die kleinen... Ach, die führen dann wirklich in die Irre. So, wir gehen einfach mal wieder weiter durch die Welt. Das war das letzte Mal ja auch eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, wir sind letztes Mal irgendwo da, genau bei dem Schiffswrack gelandet. Gehen heute mal hier lang. Gegenstand geht demnächst kaputt. Ja, das ist mein Messer. Das tut es nicht mehr so lange, ne? Ich behalte mal die Axt in der Hand. Was soll ich sagen, Leute? Es ist keine Kettensäge, aber hey, das tut's auch. Auch da kriegen wir den Feind in Scheibchen mit. Und mit Frederick. Oh. Das haben sie hier ziemlich cool gemacht. Ich denke mal, dass YouTube mal wieder... Okay, hier ist es ein bisschen pixelig gerade. Ich denke mal, dass YouTube mal wieder meine Qualität ziemlich schrotten wird. Ich muss euch dazu mal sagen, dass meine Aufnahmen immer glasklar sind. Genauso, wenn ich dann mit dem Schneiden fertig bin. Das Rendern senkt meine Qualität überhaupt nicht. Das tut nur YouTube. Ich denke mir dann jedes Mal, warum sieht denn die Aufnahme so scheiße aus, wenn die dann oben ist? Und bei mir ist das überhaupt nicht so. Ich hoffe auf jeden Fall, dass YouTube diesmal dafür sorgt, dass ihr diesen geilen Anblick hier auch ein bisschen genießen könnt, weil ich finde, das haben sie schon ziemlich geil gemacht mit dem Wasser. Ja, das sieht, so sieht Wasser halt aus. Wasser ist nicht klatscheblau, wie in den meisten Games das immer dargestellt wird. Das ist halt so wie hier. Also Wasser hat keine Farbe. Das schimmert in der Ferne natürlich immer etwas blauer, aber auch nie dieses knallige Blau, was sie immer dann so haben. Ja gut, vielleicht in der Südsee. In so ein schönes Türkisblau. Aber ja, weiß nicht, wenn auch manchen Games dann, weiß ich nicht, die Nordsee oder der Atlantik oder sowas dargestellt wird, als wärst du da in den Tropen. Das ist dann schon immer ein bisschen lächerlich. Das haben sie hier schon ganz cool gemacht. Frederick, wo bist du? Gott, der arme Kerl. Der wollte wahrscheinlich nicht durch Wasser warten und geht jetzt irgendwo einen ganz komplizierten Weg außenrum. Ach Gott, da ist er. Ach, Cheater.
Das ist doch ein Cheater. Ja, geh du mal meine Natzenwege hier. Pass mal auf. Ah, starke Knöchel, die Frau. Die ist super. Also ich sehe meinen Charakter leider fast nie. Nur wenn ich so mache. Und irgendwie sieht die mittlerweile eher afroamerikanisch aus. Also eine Mischung aus afroamerikanisch und asiatisch. Obwohl ich ziemlich sicher bin, dass ich die nicht so dunkel gemacht habe. Aber keine Ahnung, warum die es jetzt ist. Oh, was geht denn da? Da ist ein Käfig. Was ist denn hier los? Da ist nichts. Okay, das soll wahrscheinlich einfach nur... Achso, da war wahrscheinlich mal ein Vogel drin. Ja, ja, hier ist so eine Vogelstange. Okay, aber er ist nicht mehr da. Ich hoffe, er konnte in Frieden ruhen. Oh Gott, da ist ein kleines Rehkitz. Guckt euch das an. Oder ein kleines Hirschkind, weiß ich nicht. Ich tu dir nichts. Nein, lauf zu deinen Eltern. Oh nein, trenn dich nicht von der Herde. Oh Gott, jetzt fühle ich mich schlecht. Ich wollte doch nur gucken. Ja, seht ihr, Leute, genau das passiert. Wenn man dann da steht und einfach nur gafft. Ich hoffe, es findet seine Familie irgendwann wieder. Guckt euch mal an, wie cool das aussieht. Ich meine, okay, das sehen wir jetzt auch nicht unbedingt in der Nordsee, aber... Er sagt ja auch keiner, dass das hier die Nordsee ist. Fische. Ich sehe Fische. Gott, ich kann schwimmen. Übrigens, Terra, hier, ich kann schwimmen. Aber Ausdauer, Ausdauer. Oh, 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 das ist wie in Palworld. Oh, oh, oh. Ausdauer. Oh, die geht rapide runter. Oh, oh, oh. Freddy. Oh Gott. Okay, okay. Also wir brauchen auf jeden Fall einen besseren Skill, was das angeht. Oder eine bessere, weiß ich nicht, eine Taucherausrüstung oder irgendwas, was uns dann hilft, mal länger unter Wasser gucken zu können. Weiß aber auch gar nicht, ob das vorgesehen ist, ob das irgendwie so, ob da irgendwas auf uns wartet, Besonderes. Okay, da oben, das sieht aus wie so ein Baumhaus. Weiß ich nur nicht, ob ich da so einfach hinkommen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie sie im Klettern ist. Okay, wir können leider nicht sehen, was sie tut. Ich finde das voll doof. Ich habe leider nicht bisher herausgefunden, wie wir das ändern können, dass ich irgendwie sehen könnte, also dass ich meinen Charakter sehen könnte. Nicht, würde ich das ganz gern. Oh nein, ich bin wieder im Wasser. Ich hoffe, Frederick findet einen besseren Weg als ich. Das tut er bestimmt. Denn der hat KI. Ihr merkt schon, ich bin neidisch auf dem seine KI. Ja, natürlich. Komm, erzähl mir nichts. Komm einfach. Ach, Schweine. Ich tue euch nichts, wenn ihr mir nichts tut. Okay, euch tue ich was, weil ihr tut mir auf jeden Fall was. Freddy! Nicht genug Ausdauer. Sowas. Ah! Ja, weil ich nass bin. Ah! Da ist auch noch einer. Ich wollte sagen, da war doch noch einer. So, da hinten ist auch noch einer. Freddy, den machst du. Nein, okay, dann mache ich den. Also eben warst du deutlich fixer und besser unterwegs. Ah, ja, okay, du hast da noch zu tun, dann halte ich mich mal da raus. Gott, da ist noch einer. Oh nein, was? Er hat jetzt hier so ein ganzes Rudel ausgerottet oder was? Ja, gut. Du bist jetzt aber auch echt selbst schuld. Also dem Schwein wollte ich wirklich nichts tun. Mein Gott, was passiert hier? Die ganze Tierwelt hat sich gegen mich verschworen. Ich muss erstmal was essen. Den Schock. So, ein bisschen heilen wäre jetzt auch gar nicht so verkehrt, glaube ich. Hä? Taugt das was? Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Ja, krass. Ist eine Menge Fleisch, was jetzt hier liegt, ne? Ich glaube, das nehmen wir mit.
Du liebes bisschen. Also das war jetzt wirklich so überhaupt nicht geplant. Ich hoffe, das Kleine hat sie überlebt. Das, der Frischling, der hier rumlief. Oh, Frederick, ich bitte dich. Bitte hab keinen Frischling getötet. Das tät mir jetzt echt ein bisschen leid. Aber mein Messer ist gleich platt. Und ich glaube, ich habe das Ersatzmesser gar nicht mit. Nee. Ah, nicht nett. Sag mal, sammelt der das eigentlich auch ein? Hallo? Sammeln? 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 Okay, du bist blöd. Ach du Scheiße, ey Leute, das ist so makaber, was hier... Stellt euch mal vor, jetzt gibt es hier irgendwie so ein Unwetter mit Regen, ein Erdrutsch, irgendwas und da kommt Schlamm drüber. Ja, und dann werden die so in, weiß ich nicht, Millionen von Jahren oder Tausenden von Jahren gefunden, fossiliert. Das wäre so ein blöder und fragwürdiger Anblick. Okay, das war's mit der Klinge. Shitte. Kriege ich damit eigentlich jetzt gar nichts mehr gerissen? Nein, natürlich nicht. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Ja, jetzt liegen hier halt noch tote Tiere, die jetzt leider wohl verrotten müssen. Tut mir leid. Shame. 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 Aber das war ja auch wirklich so echt nicht geplant. Was habe ich da jetzt Schönes gefunden? Hm, weiß ich nicht. Irgendwas Cooles. Hoffentlich. Und wahrscheinlich nur eine Faser. Okay, ich hatte ja eigentlich mehr gehofft, dass ich jetzt nochmal sowas wie ein Rezept oder so finde. Hier wie letztes Mal, wo wir dieses komische Spiel da... Was ist das? Dieses komische Spiel da gespielt haben. Und ich dann als Belohnung halt, ja, so irgendwas freigeschaltet hatte. ich glaube, das Kronleuchter war das, oder? Irgendein Leuchter. Ah ja, da hinten ist das Schiffswrack. Oh Gott, da ist wieder ein ganzes Rudel Wölfe. Das Problem ist einfach, ja gut, ich bin eigentlich schon ganz gut wieder aufgeheilt. Nee, dann gibt es doch kein Problem. Dann lasst uns einfach loslegen. Hi, Dude. Boah, Inja Face. Es tut mir ja auch echt leid, weil guck mal, die sahen ja jetzt auch eher so aus, so ein Motto, oh Gott! Gebunden, Jäger-Novize. Herausforderung abgeschlossen. Okay. Aber jetzt, was mich jetzt schon wieder wundert, dass mein Rüstungswert jetzt schon wieder so weit oben ist. Hat das damit zu tun, ob ich eine Waffe in der Hand habe oder nicht? Kann das sein? Hallo? Tatsache. Oh Gott, ich hab's raus. Ja, hat ja auch nur ein bisschen gedauert. Oh, da ist noch ein Wolf. Freddy! Oh Gott, das sieht so grausam aus, wenn er da auch drauf reinhackt. Vielleicht bin ich doch ganz froh, mich nicht selbst zu sehen. Ging schon. Ah, oh, der geht auch bald kaputt. Oh, 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 hier. Lass mal auf. Double Time! Wieso habe ich denn immer zwei in der Hand? Ich habe doch nur eins. Oder sind das halt immer zwei dann? Hm, Knochen. Also es ist ein bisschen läppische Ausbeute, aber okay. Ah, da ist was. Okay, halt mir den Rücken frei, Freddy. Puzzle Core. Okay, ich muss wieder gucken. Wahrscheinlich ist hier mehr als einer. Aha. Da
Da oben ist was. Muss ich das vielleicht abschießen? Oh. Okay, jetzt habe ich so ein Rätsel gefunden und kann es nicht lösen, weil ich nicht weiß, wie es gerade funktioniert. Warte mal, also wir geben jetzt nicht auf, ne? Ich gucke mich nur hier um. Das Gewicht hoch. Komm, wir essen mal was. Ich glaube, das hat echt geholfen. Ja, wie lösen wir jetzt dieses Rätsel? Das ist jetzt die Frage, weil beim letzten Mal, okay, ne, da war dieses Sim-Spiel. Ah, Echo freisetzen. Ach so, das war alles. Ja gut, ist ja einfach. Okay, das war jetzt, ja, okay. Ja, wieder eine Lampe gefunden. Toll. Hey, geil. Ich meine, gut, wir bringen Licht ins Dunkel nach und nach. Und schlechte Wortwitze. Was war das? Ach, wieder hier diese... Diese Fleischfetzen. Tja. Was zur Hölle passiert hier gerade? Alter. Warum kann ich fliegen? Scheiße, was war das? Was zur Hölle war das denn? Warte. Was habe ich da gerade? Ich... Okay, ich kann fliegen. Die coole, die ist so cool. Die hat die geilsten Knöchel der Welt. Ohne Scheiß. Wow. Ey, das ist wie in diesen chinesischen Filmen wie Tiger and Dragon, wo die auf einmal einfach anfangen, mit ihrem übelsten Kung-Fu fliegen zu können. Ey, was ist das denn? Warum kann ich denn auf einmal fliegen? Kann ich da schon die ganze Zeit? Fragen über Fragen. Und sanft wie ein Engel landet sie auf ihren super tollen Knöcheln. Was ist das? Oh Gott. Frederick, oh Gott, jetzt hast du es aber auch echt schwer, ne? Jetzt flieg ich dir hier davon. Nee, komm, wir gehen jetzt aber erstmal nach Hause. Wir gucken uns beim nächsten Mal an, was das hier ist. Wo bin ich dann hier? Ja, wir müssen das aber noch eben entdecken. Sonst habe ich das nicht auf der Map. Warte, ich flieg mal kurz voraus. Spielanleitung. Bastille macht. Ja, Spielanleitung. Ist aber keine Spielanleitung. Jetzt habe ich es aber auf der Map. So, dann fliege ich jetzt mal nach Hause. Ey, Scheiße, wieso kann die denn fliegen? Was habe ich denn hier für Talisman? Was war das? Und warum läuft Frederick schon wieder einem Schwein hinterher? Ernsthaft, ich kann fliegen, Leute. I believe I can fly. Ich habe hier nichts, was darauf hindeutet in der Tasche, dass es mich fliegen lässt. Achso, das geht nicht, okay. Also kann ich den Berg hochfliegen, okay. Jetzt bin ich auch nass, auch das noch. Oh nein, das ist halt dieser Säureregen, der mir immer so wehtut. Ne, in dem kann ich nicht fliegen. Okay.
Vielleicht war das auch gerade, habe ich irgendwas freigeschaltet, was mir das ermöglicht hat. Ne? Ich habe ja gerade dieses in Anführungsstrichen Spiel gespielt. Ich schätze mal, das hat mir irgendwas verliehen, damit ich leicht wie eine Feder davonfliegen kann. Schade, ich habe gehofft, das ist ein Dauereffekt, den ich habe. Aber vielleicht, wenn es nicht geregnet hätte jetzt, hätte ich vielleicht noch was davon gehabt. Ich weiß es nicht. Ja, wir gehen jetzt den komplizierten Weg wieder durchs Wasser, durchs Nass. Ich bin ja eh schon nass, was soll's denn? Oh Gott, ich konnte fliegen. Also das Spiel ist echt immer wieder für eine Überraschung gut. Ich bin zwar immer noch absolut null im Bild, wie ich bei mir weiterkomme mit dieser Quest, die ich habe. Mein Gott, wir sind aber ganz schön weit geflogen, ne? Wir sind ganz schön weit geflogen. Ich muss nach Hause. Ich bin ziemlich erschöpft schon, im letzten Drittel gleich. Da muss ich mich ein bisschen ausruhen. Boah, ist das eine riesige Kette. Ich finde das so blöd, dass man die hier nur kaputt machen kann. Nicht mal das kann ich. Na toll. Ich denke mal, da ist irgendwie was Cooles drin, aber ist noch Schrott. Alter! Wir gehen mal ganz schnell nach Hause. Dieses Gewitter klingt übel. Ja, geh weg, Schwein. Erzähl's Frederick. Macht er auch noch. Schnell nach Hause, bevor uns der schreckliche Regen wieder schwer verletzt. Oh, das klingt nach Kampfmusik. Ah, Frederick. Ah, Gott! Oh Gott, wo kommst du denn jetzt her, du Blöder? Oh Gott. Alter, hat's aber auch drauf. Das ist so ein Cheater. Das ist so ein Cheater. Zack, ist er da. Mein Gott. Ich wollte sagen, Frederick reißt das schon. Der macht das schon. Zack, steht er bei mir. Gott. Ja, aber gut, ich darf mich nicht beschweren. Der Obercheater war gerade ich. Ich konnte fliegen. Nein, so stark sind deine Knöchel nicht. Nein, nein. Und wir können auch nicht mehr fliegen. Oh Gott. Okay, also wir haben gelernt, man kann manchmal fliegen in diesem Game. Ziemlich cool. Ja, wenn ihr das auch cool fandet, Leute. Oh, es hagelt. Ach, Rettung in letzter Sekunde. Ja, wenn ihr das auch cool fandet, dass ich heute fliegen konnte, dann zeigt mir das auch gerne mal mit dem Daumen nach oben. Natürlich freue ich mich auch wahnsinnig, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wahoo, um nichts zu verpassen. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Nicht mit der Cam, das wahrscheinlich noch nicht, aber hier im Game. Und bis dahin, noch einen schönen Abend. Tschüss, Frederick. Ciao.